Mein Provider ist Vodafone Kabel Deutschland. Wie die meisten Provider gibt dieser Provider mir keine öffentliche IPv4-Adresse. Das heißt, wenn ich einen Server im Heimnetz betreibe, kann dieser von außen nicht erreicht werden. Zumindest im IPv4-Netz. IPv6 ist ja dafür gedacht, diesem Problem zu begegnen. Und wir schauen uns heute spezifisch an, wie ich IPv6 im Zusammenhang mit einem dynamischen DNS einsetze, mit einem dünnen DNS. Los geht's nach dem Intro. Wir schauen uns erstmal die Theorie an, wie das Ganze funktioniert hat, also wie das Ganze mit IPv4 funktioniert hat und wie das jetzt mit IPv6 funktioniert. Wahrscheinlich bist du einfach schon an IPv4 gewohnt und hier müssen wir mal ein paar Unterschiede auseinanderhalten, die eben bei IPv4 noch gelten und bei IPv6 dann anders und hoffentlich besser werden. Am Ende schauen wir uns dann in der Praxis an, wie ich bei meinem Domain-Provider eben mein dünnen DNS konfigurieren muss, damit die Verbindung am Ende funktioniert. Wie hat das denn die ganze Zeit bei IPv4 funktioniert? Na, mein Provider ist jetzt hier wenig überraschend. Vodafone, der weist mir eine IPv4 zu. Genauer gesagt, handelt das Modem das mit Vodafone aus und in meinem Fall ist Modem oder Router die Fritzbox hier. Die bekommt also eine IPv4 zugewiesen fürs Internet. Und wenn ich Glück habe, ist das eine öffentliche, beziehungsweise muss ich dafür extra zahlen mittlerweile, und diese IPv4-Adresse wird dann an meinen dünnen DNS-Provider weitergegeben. Der klebt dann die IPv4 an eine Domain dran und über diese Domain kann ich jetzt diese IPv4 auflösen und von überall darauf zugreifen. Offensichtlich ist jetzt hier die Frage, warum mache ich den Umstand? Warum nehme ich nicht gleich diese IP-Adresse für eine Verbindung? Das Problem ist, dass die dynamisch sind und die ändern sich regelmäßig. Und der Workaround dafür ist eben ein dünnen DNS-Provider, der genau dieses Problem umgeht. Ich spreche nämlich immer die gleiche URL an und bekomme immer die korrekte IPv4-Adresse zurück. Wenn die sich ändert, wird das Ganze aktualisiert und ich muss immer nur diese URL anschauen. Dahinter liegt in der Regel dann die korrekte IPv4. Wenn ich jetzt also eine Verbindung von außen herstellen will, dann surfe ich meine URL an, gebe den Port mit von dem Dienst, den ich aufrufen will, im besten Fall ein VPN in meinem Heimnetz. Und wenn diese Anfrage dann bei meiner Fritzbox ankommt, dann schaut die, ach, für welchen Port war denn hier was freigegeben? Ach, der hier, und das geht dann auf ein anderes Gerät. Also das heißt, der VPN steht in meinem Heimnetz und die Fritzbox übersetzt jetzt die ankommende Anfrage eben genau so, dass sie weiß, wenn der Port 5878 angesprochen wird, dann muss ich die Anfrage an dieses Gerät weiterleiten. Was jetzt hier auffällt ist, dass ich dann links ja eine lokale IP habe. Also eine IPv4, die schimpft sich normalerweise auf 192.168 und dann kommt der Rest eures Heimnetzes. Ich spreche also einmal die öffentliche IP an und die Fritzbox übersetzt das dann in meine lokale IP-Adresse bei mir zu Hause. Und dieser Vorgang nennt sich NATing. Und das ist eben bei IPv6 nicht mehr der Fall. Da sieht es folgendermaßen aus. Mein Provider, nämlich hier Vodafone, weist mir nur noch einen Präfix zu, also einen IPv6-Präfix. Die Fritzbox fängt dann an, die IP-Adressen im Heimnetz zu verteilen. Und zwar setzen die sich dann zusammen aus dem Präfix und, naja, einem Interface-Identifier. Also das, was ich jetzt hier mit Fragezeichen gekennzeichnet habe, der zweite Teil der IPv6 ist der Interface-Identifier und der bleibt immer gleich. Das heißt, das einzig Dynamische, was ich jetzt hier noch habe, ist der IPv6-Präfix. Schauen wir uns aber gleich genauer an. Wenn ich jetzt also eine Verbindung aufbauen will, dann kann ich wieder genau wie vorher auch die URL benutzen. Dahinter versteckt sich jetzt aber nicht mehr die IP-Adresse der Fritzbox bei IPv6, sondern dahinter versteckt sich jetzt die IPv6-Adresse des zu erreichenden Gerätes. Also wenn ich mein VPN zum Beispiel oder meinen Server im Heimnetz betreibe, dann hat er eine eigene IPv6 und ich spreche nicht wie im ersten Beispiel die IPv4 der Fritzbox an und die reicht das dann weiter, sondern ich spreche ganz direkt die Adresse des Gerätes an, das ich auch erreichen möchte. Das NATing fällt hier also weg. Wie sieht das dann konkret in der Fritzbox aus? Da kann ich mir ja von allen Geräten mal die Details anzeigen lassen und das sieht dann entsprechend so aus. Ich habe hier noch ganz klassisch meine lokale IPv4-Adresse. Zusätzlich habe ich aber auch IPv6-Adressen. Vorausgesetzt natürlich, das Ganze ist bei dir konfiguriert.
Wichtig ist der Teil, bei dem wir jetzt den Präfix finden, den uns Vodafone zugewiesen hat. Und das ist hier der eingekreiste Bereich. Der steht bei allen Geräten vorne dran. Und wenn wir jetzt mal auf den zweiten Teil schauen, das ist eben die Interface-ID. Und wenig überraschend finden wir den auch nochmal hier unten. Kann man jetzt vergleichen, ist genau das gleiche. Das heißt, der hintere Teil bleibt immer gleich, der vordere ist dynamisch. Aber jetzt habe ich ja wieder genau das gleiche Problem, das ich im Prinzip auch bei IPv4-Adressen habe. Ich kann jetzt nicht einfach diese IPv6 nehmen und mich damit verbinden. Das funktioniert am Anfang, aber wenn dann über Nacht oder, ja, keine Ahnung, Fritzbox mal neu gestartet, dann bekomme ich auf jeden Fall einen neuen LAN-Präfix zugewiesen und meine IPv6-Adresse stimmt nicht mehr. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist, einen DynDNS-Anbieter zu benutzen, der eben diesen Präfix aktualisieren kann. In meinem Fall ist das die Domain-Offensive oder Domain-Offensive und die kann das Ganze eben synchronisieren. Die kann zum einen ganz klassisch weiterhin meine IPv6 synchronisieren und zusätzlich noch den IP6-LAN-Präfix. Jetzt kommt natürlich gleich die nächste Frage. Jetzt besteht ja eigentlich meine URL bzw. meine Anfrage aus zwei Teilen, nämlich dem LAN-Präfix und der Interface-ID. Und am liebsten möchte ich die ja zusammen irgendwie haben. Und das ist auch gar kein Problem, dass sie dann in der Benutzeroberfläche bei der Domain-Offensive oder Domain-Offensive sieht es dann folgendermaßen aus. Ich sage einfach, ich möchte meine IPv4-Adresse und meine IPv6-Präfix aktualisieren. Und jetzt werde ich gefragt, ja, aber was ist denn die Interface-ID? Auf welches Gerät willst du denn? Und die wird eben eingetragen mit einem Doppelpunkt und dahinter kommt dann die Interface-ID. Den LAN-Präfix, den kennt ja hier mein Anbieter schon, der synchronisiert sich ja aus der Fritzbox. Das heißt, das Zusammenbauen dieser zwei Teile übernimmt mein DynDNS-Provider. Diese Interface-ID, die ändert sich ja nicht, deshalb kann ich die hart hier eintragen und es ändert sich immer nur der erste Teil. So, und das war's eigentlich auch schon. Wer also DynDNS im Zusammenhang mit IPv6 verwenden möchte, der muss genau das wissen. Es gibt zwei Teile, aus denen sich diese IPv6 zusammensetzt, nämlich dem LAN-Präfix, der wird aktualisiert über DynDNS und der Interface-ID und da die immer feststehend ist, hinterlege ich die einfach bei meinem DynDNS-Provider. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wisst ihr ja, wie das geht und ihr könnt auch mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu der Domain-Offensive.